Ja, der Schritt ist gruselig, aber ich Ja. glaube, der Vorteil war bei uns auch direkt ein Studium und dann so ein fließender Übergang, weil Student sein ist ja auch eher ein bisschen unsicher. Also, was heißt unsicher, aber du hast keinen geregelten Alltag. Und dann, das war einfach den Schritt vom Studium in dann so einen ungeregelten Alltag im Auto. Ich glaube, schon schwieriger dann aus so einem festeren Job oder aus einem Ja, festeren bestimmt. Alltag, das zu wagen, aber einfach mal machen könnte ja gut werden, ne? Ja. Blöder Spruch, aber er trifft so zu oder einfach die Chancen wahrnehmen, die man hat und sie überhaupt erst erkennen. Bewusster einfach durch den Alltag gehen. Und ich glaube, dann kann man doch viel, viele seiner Träume eigentlich verwirklichen und sie nicht nur träumen. Wir sind Lara und Laurenz und wir sind echt ungeplant in dieses Vanlife gestartet und wollten eigentlich nie im Auto leben und das machen wir schon seit 2 Jahren. Also wir haben den tatsächlich ausgebaut bekommen. Der sah aber noch ganz anders aus. Der war ganz dreckig und alles mit ganz großen Metallgerüsten, einer Mikrowelle und eigentlich alles, was man nicht so braucht in so einem Ding. Und wir durften den dann komplett neu bauen quasi. Also wir haben so die Solarpaneele behalten, der Kühlschrank ist noch der gleiche und wir haben dann eigentlich alles rausgerissen und das dann komplett neu nach unseren Vorstellungen gebaut. Das heißt, alles, was wir gemacht haben, hat hauptsächlich Laurenz entworfen und ich habe da ein bisschen mit Schleifen geholfen. Und ja, wir haben uns eigentlich entschieden, dass wir eine große, weil wir haben nicht so viel Platz, er ist nur 5,50 Meter lang. Und wir haben gedacht, wir wollen auf jeden Fall ein ganzes Bett drinne haben, wenn wir so lange unterwegs sind. Deswegen haben wir so eine große Theke. Und hier drunter ist dann unser Waschbecken. Das haben wir selbst, ist so eine Emailleschüssel, haben wir ein Loch reingebohrt. Und dann haben wir gedacht, dann haben wir eigentlich den ganzen Platz. Wir haben hier keinen Tisch drinne. Also wir haben so einen ganz kleinen, den kann man dann ausziehen. Passt man aber echt nur so gerade so hinter, also wir nutzen den eigentlich gar nicht. Ja, und dann haben wir hier unten ist unser Wasser, das ist ganz simpel, das sind nur 19 Liter. Und dann müssen wir regelmäßig auffüllen. Und da ist eigentlich nur eine Tauchpumpe drin und also jetzt nicht groß die Technik verbaut. Ja, und dann haben wir noch so ein bisschen Stauraum und dann ist das eigentlich hauptsächlich unser Kühlschrank hier drunter. Und das, was wir eigentlich am coolsten finden, wir haben diese Platte, haben wir geschenkt bekommen. Und haben uns entschieden, wir haben erst gedacht, wir bauen die hier so in die Ecke rein. Und da fanden wir uns aber nicht handwerklich begabt genug für. Und deswegen haben wir hier wie so eine kleine Hängematte gebaut, wo wir dann immer unser Obst und Gemüse reinlegen, damit halt nichts dahinter fällt. Da fällt aber trotzdem noch ziemlich viel hinter. Also da liegen noch ein paar Schätze unterm Auto jetzt. Südamerika war ja immer der ursprüngliche Plan. Ja, und dann musstest du ein Praktikum für dein Studium machen und sein Vermieter hat tatsächlich ein Ingenieurbüro. Und weil er nichts anderes gefunden hat, habe ich dann vorgeschlagen, warum gehst du nicht zu ihm? Und dann hat Laurens da dann tatsächlich angefragt und hat dann dieses Praktikum bekommen. Und wir sind 21 mit dem Studium fertig geworden. Und da ging ja immer noch nicht, dass wir nach Südamerika fliegen konnten. Und dann haben wir gesagt, was machen wir denn jetzt mit unserem freien Jahr quasi? Und dann haben wir uns überlegt, Europa ist aber ziemlich teuer. Und wie kommen wir da, ne, von A nach B und die ganzen Züge und Unterkünfte? Und irgendwann Genau. kamst du dann von deinem Praktikum zurück. Und ich saß in seinem Zimmer, habe meine Bachelorarbeit geschrieben, kam zurück, hat gesagt, ich habe ein Auto für uns. Und dann hab ich gesagt, wo hast du das denn jetzt herbekommen? Und dann sagt er, der von dem Ingenieurbüro, der schenkt uns seins. Und dann das konnte ich gar nicht glauben, habe dann gefragt, was will er denn davon für uns, von uns? Und dann hat er Nichts. gesagt, nichts, ich gebe euch das einfach. Und nach einem Jahr könnt ihr euch überlegen, möchtet ihr das von mir kaufen oder dann verkaufe ich es halt weiter, wie ihr wollt. Das könnt ihr euch entscheiden. Und die Bedingung war, dass wir für ihn 2 Jahre arbeiten, quasi im Sommer, haben wir einen Sommerjob bei ihm. Und das war die Bedingung. Da habe ich gedacht, ja gut, dann kriegen wir dafür kein Geld. Das ist dann quasi die Entschädigung dafür oder was auch immer. Aber wir werden von ihm bezahlt und wir haben das Auto bekommen. Also, dass wir sagen, mal, ist unser kleiner Lottogewinn. Ohne diesen Menschen würden wir nicht hier in diesem Auto sitzen und dafür sind wir wirklich krass Super dankbar, dankbar. weil er uns im Moment das Leben ermöglicht, was wir gerade führen können. Wir kochen hier drüben. Hier ist noch eine Ablage, damit wir einfach noch ein bisschen mehr Ablagefläche abends haben. Und hier unten drunter ist unser Herd. Den haben wir nur vergessen, sauber zu machen. Der ist also viel in Benutzung. Und die Gasflasche ist aber hinten drunter, deswegen ist auch unser Bett so hoch, weil die war schon installiert und wir hatten keine Lust, nochmal eine TÜV-Abnahme zu machen. Und deswegen ist das Bett auch so hoch und wir können eigentlich nicht so richtig drauf sitzen. Aber tja, das ist jetzt so. So, und zwar ist das der Grund, warum das Bett so hoch ist, wegen diesem riesen Gaskasten.
Und es ist auch nur mit so zwei Nägelkonstruktionen, die haben wir so übernommen. Da haben wir nichts mehr dran verändert am Gassystem. Festgemacht, aber es hält dicht. Also wir haben noch nie Gas gerochen. Und hier ist eine fest verbaute Flasche drin. Das ist eine Auffüllflasche, die fast 22 Liter hat. Hier oben einen Nachfüllfropfen. Also wir können ganz normal an den Tankstellen LPG-Gas tanken. Und ja, man könnte hier noch eine zweite Gasflasche reinpacken, aber uns reicht tatsächlich eine, weil wir sie nur zum Kochen benutzen. Heizen tun wir ganz, ganz selten. Hat aber tatsächlich drei Ausgänge. Und zwar einmal haben wir einen Ausgang für die Küche. Das ist der hier. Dann für außen, theoretisch kann man einen Außengrill anschließen an diesem Auto und für die Heizung. Aber den Außengrill haben wir auch platt gemacht, weil wenn man grillt, dann irgendwie auf dem offenen Feuer oder so, aber nicht so einen Außengrill, den man da irgendwie hinschiebt. Und genau, das ist unser recht simples Gassystem. Haben wir, wie gesagt, auch die Rohre waren so gebogen und deswegen sieht das hier auch ein bisschen chaotisch aus, weil die unterm Bett langlaufen und da die ja steif sind, also fest sind und sich nicht mehr biegen lassen, mussten wir eben alles drumherum bauen, um diese Rohre. Also das war alles fix und wir mussten halt überlegen, wie können wir jetzt die Rohre wiederverwenden, ohne dass das Bett zum Beispiel die Rohre platt drückt und so weiter. Und ja, deswegen sieht es hier unten ein bisschen wild aus, aber das kann man ja, muss man ja von innen nicht sehen. Und sobald wir die Tür zumachen, dann sieht man das alles nicht. Partner des heutigen Videos ist Ecoflow und da gibt es noch bis zum 17. Juli das Ecoflow Summer Sale auf alle Produkte. Und die möchte ich euch gerne vorstellen. Zum einen das ultimative Balkonkraftwerk, um selbst grünen Strom zu produzieren und netzunabhängig zu sein. Das Powerstream Balkonkraftwerk kann sowohl im Garten und Terrasse des eigenen Grundstücks als auch am Balkon der Wohnung verwendet werden. Und das ganz ohne durch Wände und Dächer zu bohren. Und mit dem Delta 2 könnt ihr den Strom, den ihr nicht verwendet, sogar speichern. Diese Powerstation hat eine Akkukapazität von 1024 Wattstunden und lädt an der Steckdose, am Balkonkraftwerk, am Zigarettenanzünder im Auto oder über das tragbare Solarmodul von Ecoflow. Ein weiteres Produkt ist der Glacier. Die Kühlbox kann kühlen, einfrieren und sogar Eiswürfel machen und das alles gleichzeitig und richtig schnell. 2 Stunden braucht es, den Glacier aufzuladen und der Akku hält dann bis zu 40 Stunden. Zum Schluss möchte ich euch noch die Wave 2 vorstellen, die weltweit erste tragbare Klimaanlage, die sowohl kühlen als auch heizen kann. Perfekt fürs Zelten, im Wohnmobil oder im Schlafzimmer. Das heißt, im Sommer ist es nachts angenehm kühl zum Schlafen bei ganz leisen 44 Dezibel. Und der Akku, der hält bis zu 8 Stunden. Auf alle Produkte erhältst du mit meinem Rabattcode Peace, Love and On 5% im Ecoflow Summer Sale und das noch bis zum 17. Juli. Also klickt schnell auf den Link in der Videobeschreibung. Also es war schon immer ein ausgebauter Van. Den hatte er von einem Freund gekauft, der hatte darin 7 Jahre gelebt und dann hat er da drin 5 Jahre gelebt und jetzt leben wir quasi da drin. Und er hatte sich halt ein neues Auto bestellt, einen weißen Kastenwagen, wollte ein bisschen upgraden von der Karre zu einem Allrad und damit er eben in Marokko in der Wüste irgendwie ein bisschen Offroad fahren kann. Und deswegen war dieses Auto dann frei, weil das neue kam gerade und er kam dann zu mir und meinte, ich brauche das Auto nicht mehr, ich würde es sonst verkaufen. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr das für ein Jahr benutzen, könnt es auch nach euren Wünschen und Träumen ausbauen und er verkauft es dann für uns nach einem Jahr. Und das war auch die ganze Zeit der Plan. Nach einem Jahr hören wir auf, ne? Wir lassen das dann verkaufen. Und da hatte er uns schon gesagt, nach einem Jahr, da werdet ihr emotional so eine feste Bindung zu diesem Auto haben. Und dieser Mensch, das könnt ihr hat nicht immer verkaufen. Recht. Immer. Und er hat wirklich, und das ist einer seiner tollsten und blödesten Eigenschaften, er hat wirklich immer recht, tatsächlich. Immer. Auch bei den schlechten Sachen. Ja. Er hat immer recht. Und naja, nach einem Jahr kamen wir dann zurück und dann dachten wir so, gut, unser Ursprungsziel war, wir wollen auch in jedes Land in Europa mit dem Auto. Haben wir nicht geschafft in einem Jahr, sind 5 Wochen in Norwegen hängen geblieben. Und dann haben wir halt gesagt, gut, dann machen wir noch ein zweites Jahr. Ja, ja, und dann haben wir es abgekauft. Ja, und dann haben wir es auch nach einem Jahr dann gekauft, weil er es dann ja verkaufen wollte. Und dann haben wir auch einen Freundschaftspreis da gemacht. Ne? Und ja, seitdem ist das dann auch unser Zuhause. Ja. Und wir konnten uns emotional dann doch nicht trennen, wenn man so viel Liebe und Arbeit reinsteckt, dann jemanden anders damit wegfahren zu sehen. Nee, das hätte ich... Nee, das können wir jetzt nicht. Wir waren das ganze Jahr fest von überzeugt, danach ist es nicht mehr unseres. Aber dann kamen wir zurück und sagten, okay, wir wollen es doch haben. Ja, und tatsächlich diese riesen Chance überhaupt gehabt zu haben, diese Möglichkeit zu haben, dieses Auto selbst auszubauen, ist ein Jahr zu testen. Das war ja wie auch so ein Testdurchlauf. Ja. Mögen wir es nicht? Wir wollten es ja gar nicht machen und haben uns dann da so drin verloren und auch verliebt in den Lifestyle und auch in diesen minimalistischen, sehr simplen Lifestyle,
dass es jetzt eigentlich so unsere feste Adresse halt auch ist. Wenn wir in Deutschland sind, sind wir entweder bei unseren Familien oder in dem Auto. Wenn wir arbeiten in der Landwirtschaft, fahren wir mit dem Auto auch die Felder ab und schlafen dann am Feldrand. Also es ist unser einziges Eigentum und unser liebstes Zuhause geworden. Ne? Ja, tatsächlich, der Herd ist der Grund, warum unser ganzes Layout überhaupt so geworden ist, weil er war ja ausgebaut schon. Und dann hatten wir das Problem, dass die Gasrohre genau hierhin verlegt waren. Und wir dachten, okay, wie sollen wir das jetzt ausbauen? Wir wollten eigentlich den Herd auf die andere Seite machen, wollten hier auch eigentlich so eine Sitzbank hinmachen, aber hatten eben ja dann das Problem, der Herd muss hier hin. Und wir wollten trotzdem ein fest installiertes Bett und wollten auch trotzdem eine große Arbeitsfläche, um eben in der Küche viel arbeiten zu können und generell viel Ablagefläche auch für unsere Computer, irgendwie, wenn wir an dem was machen, ist das quasi Schreibtisch, Küchenzeile, alles in einem. Und ja, dann haben wir halt gedacht, gut, wir wollen trotzdem noch eine Sitzbank haben und haben uns dann halt überlegt, dass wir dazwischen das quasi als Sitzbank benutzen und auch als Einstieg ins Bett, weil das Bett ja durch den Gaskasten so hoch gebaut werden musste. Und wir haben uns auch viel inspiriert im Internet, wie sind die Layouts, und haben tatsächlich dann gedacht, es gibt nichts, was irgendwie unserem Layout entspricht, weil wir eben mit diesem Gassystem das Problem haben, dass wir das ein bisschen selbst uns überlegen müssen, und sind dann irgendwie auf diese Idee gekommen und im Nachhinein ziemlich zufrieden damit, weil das 3 in 1 ist quasi. Also es ist einmal die Sitzbank, quasi Hauptfläche, wo man dann Abendessen kann, auch hier irgendwie arbeiten kann, also das ist wirklich ideal. Und wir sitzen dann meistens gegenüber, einer dann auf dem Drehstuhl und der andere hier. Ist es auf der anderen Seite natürlich der Einstieg ins Bett. Und auch hier kann man super sitzen und essen, also auch super gemütlich. Und auf der anderen Seite, es muss ja alles mindestens 2 oder 3 Nutzungen haben im Van. Und deswegen ist hier drunter, kann man hochklappen, eine Menge Stauraum, ein bisschen Elektrik, die da lang geht, ein Heizungsrohr. Und quasi unsere Stopfecke, wie so eine Chibo-Ecke, da stopfen wir alles rein. Oft ist da auch die Dreckwäsche drin, das wird einfach unter die Bank dann geschmissen, dann ist aus dem Augen, aus dem Sinn. Das ist ganz praktisch. Und tatsächlich noch eine andere Sache, die wir uns dann ja irgendwie überlegt hatten oder die sich so ergeben hat, war, dass wir von innen uns gedacht haben, es wäre doch gar nicht so blöd, wenn wir an den Keller rankommen. Weil, weiß nicht, wenn man mal irgendwo in der Natur steht oder so, fühlt sich nicht so sicher oder es ist dunkel, was auch immer. Wäre ja praktisch, wenn man irgendwie an den Keller von innen rankommt und, weiß nicht, lebensnotwendige Sachen rausholt, irgendwie noch essen oder was auch immer. Und deswegen kann man diese, quasi unsere Kellertür, einmal hochfahren, abstellen. Das haben wir auch erst nachgerüstet, wir mussten die sonst immer erst komplett rausnehmen, die Tür, bis wir sie überall hier angehauen haben im Van, also überall Ecken reingehauen haben und wir gesagt haben, das müssen wir ändern. Und dann haben wir diesen kleinen Mechanismus eingebaut und von hier kommt man eigentlich überall ran. Jetzt ist tatsächlich gerade nicht so viel drin, aber hier sind ansonsten noch 2 Klamottenkisten drin, für eben Winterklamotten. Wenn wir die Sommerklamotten haben, wir oben und im Keller sind dann die Winterklamotten. Hier ist dann noch eine Essensbox drin mit ganz vielen Nudeln, Provisioning, was man so braucht. Und Stühle, das kann ich aber gleich nochmal von hinten zeigen, da sieht man das besser, den, was wir so im Alltag benutzen, Stühle, Tische und so weiter. Und zack, und wieder zu. So muss man das ganze Chaos nicht sehen. Und unsere Elektronik, das war tatsächlich auch, hatten wir da nicht so viele Optionen, weil hier oben, der war ja schon ausgebaut und wir haben ja alles quasi recycelt und alles wiederverwendet. Und hier oben war die Elektronik eben schon verbaut. Und da war für uns auch klar, das lassen wir so. Das Schaltboard haben wir auch genau so gelassen, wie es war. Moment, ich hole erstmal alles raus. Wir haben da nichts mehr dran verändert. Wir wollten das auch nicht zu sehr anfassen, weil wir beide keine Ahnung von Elektronik haben und haben uns da nur mit YouTube-Videos reingearbeitet und dachten so, es funktioniert, fassen wir es nicht an. Und es hat jetzt 2 Jahre funktioniert, also es muss irgendwie gut ausgebaut sein. Und genau, hier ist dann das Schaltboard, hier können wir die Heizung anstellen. Hier haben wir auch 6 verschiedene Schaltkreise für den Kühlschrank, für unser Wasser, für die ganzen Anschlüsse. Die können wir aus- und anmachen, je nach Belieben. Und die Kabel gehen dann quasi im Auto in der, wie heißt denn das, Seitenstrebe? Was für ein Name? In der, also die Kabel gehen dann in der Verkleidung, gehen hier runter zur Batterie, die sich dann hier unten drin befindet. Dort ist auch noch ein Ladebooster drin.
Dort ist für die Solarzelle das der Wechselrichter drin. Und ja, die Batterie ist auch nur vom Keller aus zugänglich. Also von hier kommt man da kaum ran. Aber wir haben das hinten offen gelassen, um dann, falls mal ein Kabel irgendwie durchbrennt oder falls wir was Neues anschließen wollen, ist genau da die Batterie drin. Wir fliegen Drohnen, also wir machen biologische Maiszünslerbekämpfung ist das. Wir fliegen über Maisfelder und werfen tatsächlich Nützlinge mit den Drohnen ab. Also da ist ein Behälter, Schlupfwespen sind das. Und da ist ein Behälter unten an der Drohne dran und die hat ein automatisches System und wirft alle 10 Meter eine Kugel ab. Und in dieser Kugel sind dann, ich glaube, 2000, 3000 Eier von diesen Schlupfwespen. Und die bekämpfen dann tatsächlich biologisch nachhaltig den Maiszünsler. Ja, anstatt Chemie, wenn man spritzt, das ist die biologische Variante dazu. Also es sind auch so große, es sind 7 Kilo Drohnen. Und die, ja, da sind wir eigentlich dann ein paar Wochen in der Bayern sind wir da unterwegs und ja, hängen den ganzen Tag an Maisfeldern rum. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Ja, macht das die erste Woche Spaß schön. Und danach hat man dann keine Lust mehr. Irgendwann hat man Mais satt. Ja. Also tatsächlich reicht das, also wir haben uns ein Budget gesetzt und haben gesagt, von 1000 Euro im Monat versuchen wir beide zu leben und haben das auch in Europa super einhalten können. Wir haben immer gesagt, wird der Sprit teurer, fahren wir weniger, stehen mehr rum. War überhaupt kein Problem und das reicht tatsächlich aus, um das Budget eben zu erfüllen für den Rest des Jahres. Und wir sind auch 3 bis 4 Monate immer in Deutschland zu Hause. Also da Über den Sommerjob ja allein sind wir ja 2 Monate hier. Genau. 2, 3 Monate, dann Weihnachten ist immer schön zu Hause. Und dann, also für, glaube ich, für 12 Monate wird es nicht reichen, aber für so 7 bis 8 funktioniert das eigentlich ganz gut, ja. Die sind tatsächlich echt Holz und wir haben die in meinem alten Job beim Forstamt haben wir eine Fläche gerodet. Und Laurenz war auch dabei durch Zufall und dann hat, weil er gerne Zeug sammelt, hat er gesagt, ich nehme 2 mit. Ja, ich habe tatsächlich gesagt, wir nehmen einfach mal 3, 4 Stück mit. Wir finden schon irgendeine blöde Verwendung dafür. Ne? Und dann waren wir irgendwann an dem Punkt, wir brauchen eine Gardinenstange, um uns abzudunkeln. Und dann haben wir die einfach abgeschliffen, haben die geölt und dann hat man eine Gardinenstange. Ja, und da hinten ist auch noch eine ein bisschen größer. Das ist aber alles tatsächlich ein Zweig, das ist eine Pappel gewesen. Und die war mal ziemlich groß und lang und wir haben sie jetzt in 2 geteilt. Ja. Hier oben sind unsere beiden Kleiderschränke und tatsächlich, links ist Laras, rechts ist meiner, mehr braucht man nicht. Also da passt wirklich alles rein und da sind teilweise auch Klamotten drin, T-Shirts drin, wo wir uns selber dann, wenn wir ihn wieder ausräumen, denken, so, das hatte ich gar nicht an. Also ist tatsächlich auch größer als man denkt, muss man auch sagen. Also es geht echt tief nach hinten rein, aber es reicht total, um ausgestattet zu sein mit Klamotten. Wir haben angefangen eigentlich so mit dem Van erst so Träume richtig umzusetzen. So, das ist, und wenn man damit einmal anfängt, Träume, die man hat, zu realisieren, dass man sie auch umsetzen kann, wenn man sich irgendwie reinhängt, dann wieder zurück einzusteigen in so einen geregelteren Tagesablauf, in so einen geregelteren Rhythmus, Arbeitsrhythmus auch, das hat irgendwie nach dem 1 Jahr und auch nach den 2 Jahren nicht mehr so richtig funktioniert, weil wir ja gesehen haben, es funktioniert eben auch anders. Und ich habe Wirtschaftsingenieurwesen gemacht, bin eigentlich prädestiniert für, du musst irgendwie so einen Karriereweg machen, du musst irgendwie voll in der Wirtschaft Fuß fassen. Aber habe schon im Studium gemerkt, das ist so stocksteif da, auch wie die Uni funktioniert hat, dass ich gemerkt habe, das ist überhaupt nicht das Leben, was ich führen will. Und auch allein, weil die Wirtschaft oft darauf aus ist, eben auszubeuten. Eben da geht es nur um Geld, da geht es nur um Zahlen, da geht es überhaupt nicht um den Menschen so und auch nicht um eben diesen Nachhaltigkeitsaspekt. Also natürlich gibt es da auch Bewegung, aber ein Großteil, wo ich jetzt hätte einsteigen können, da findest du das nicht. Und dann eben mit dieser anderen Möglichkeit, in der Landwirtschaft zu arbeiten, was Nachhaltiges zu machen und eben quasi die anderen 8 Monate im Jahr unser eigenes Leben verfolgen, also auch ein bisschen an unserer eigenen Selbstständigkeit zu feilen und unsere eigenen Träume zu verwirklichen, da haben wir uns so drin verloren, dass wir das auf jeden Fall bis Ende 20 weitermachen wollen. Und wenn nicht, haben wir ja noch unsere Jobs Ende 20. Genau, wenn nicht, haben wir immer, ich sag mal, Plan Z ist da. Wir haben studiert. Ja, also ich mag also, auch meinen Beruf, was ich gelernt habe. Ja. Ich habe Biologie studiert und das würde ich unglaublich gerne auch arbeiten. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Was dann leider nicht mehr gepasst hat, wir wollten eigentlich den ganzen Van, wie man das so typisch bei den ganzen sieht, von komplett einmal mit diesem Holz umranden, was wir hier so ein bisschen oben haben und hier in der Tür auch.
Da hat aber von dem wir den Bus haben, wir haben den ja ein Jahr quasi umsonst bekommen und da mussten wir ein bisschen mit ihm absprechen, wie wir es umbauen dürfen. Und er hat gesagt, das dürft ihr nicht, weil dann macht das den Innenraum so super klein. Und deswegen haben wir hier auch dieses also das ist so irgend so ein Lederimitat, haben wir ans Fenster geklebt, um so ein bisschen, weil der rot von außen ist, von innen jetzt nicht so schön, das haben wir dran geklebt. Und weil wir gedacht haben, wir wollten hier eigentlich auch diese Holzlatten dran machen, aber dann wäre das Bett noch kleiner, deswegen haben wir hier einfach vor unsere Isolation haben wir einfach Stoff geklebt. Damit Laurens zumindest die Füße noch ausstrecken kann. Wie ist das Bett genau? Ich würde sagen, so 1,70 vielleicht, so in die Länge. Also ich kann mich langlegen, ich bin nur 1,60, aber Laurens kann nicht mehr. Also ich bin 1,86 und ich kann eigentlich recht entspannt gerade so ausgestreckt drin liegen. Also es ist gerade so okay und da ich sowieso immer auf der Seite liege, ist es eigentlich kein Problem hier zu schlafen. Und da Lara ja auch nicht so groß ist, passt es eigentlich sehr gut. Und es war uns wirklich mit einer der wichtigsten Sachen war, wenn wir da drin Vollzeit leben wollen, dann soll das Bett nicht klappbar sein, sondern es soll immer da sein, dass man immer halt nicht abends noch den Aufwand hat, das umzubauen, das Bett zu beziehen, dass man immer reinspringen kann, weil wir auch ganz oft abends erst an Stellplätzen ankamen. So, wir sind gerne auch erst um 11 irgendwie angekommen oder um 12 und dann hatten wir keine Lust mehr, noch ein Bett irgendwie umzubauen. Und nimmt zwar viel Raum ein, also tatsächlich ja die Hälfte des Autos das Bett, aber ich würde es so nochmal machen. Das war wirklich die richtige Entscheidung. Wir haben beides nicht eingebaut. Wir haben ganz am Anfang, als wir frisch losgefahren sind, haben wir so ein kleines Porta-Potty mitgenommen. Das haben wir natürlich senkrecht irgendwo eingeschlossen und dann war so, okay, das können wir jetzt dann ja noch nicht benutzen, war ja nicht voll oder so. Und wir haben es dann auch nie benutzt. Wir duschen meistens an Tankstellen. Wir sind in Europa nie auf dem Campingplatz gewesen, nicht einmal. In Marokko dann schon, aber jetzt in Europa gar nicht. Wir duschen an Tankstellen, ist oft kostenlos und also es gibt nichts für Frauen, aber wenn die Tankstellen dich in die Männertoilette lassen, meistens ist es eh außerhalb, aber manchmal in den Männertoiletten lassen sie dich als Frau trotzdem durchgehen, sagen, ach, geh einfach rein. Ist halt die Frage, wie wohl man sich fühlt. Die Duschen sind ja abgeschlossen, also im Prinzip sehen tut man ja nichts. Und die sind auch immer super sauber, muss man sagen. Also wir hatten gerade in Tankstellen die saubersten Duscherfahrungen. Ohne Flipsdorf würde ich trotzdem nicht reingehen, aber das wäre ziemlich eklig, aber sonst sind die eigentlich ziemlich gut. Wir haben aber ein Notfallklo dabei, als ich hier dieses Klapp-Ding aufgemacht habe, da war ein Eimer drin. Und da ist theoretisch mit einer Tüte und irgendwie Streu. Halt auch ein Problem, also es ist ein, aber haben wir noch nie benutzt, haben gesagt, irgendwie notfallmäßig sollten wir irgendwas dabei haben. Ja, das hat uns der, von dem wir das Auto haben, der hat immer gesagt, was machst du nachts, wenn du plötzlich aufwachst und hast Durchfall und du stehst auf dem Lidl-Parkplatz und wo läufst du dann hin, ne? Ja, und weil er dann nicht locker gelassen hat, haben wir diesen Eimer gekauft. Und sonst sind wir viel in der Natur und dann haben wir eine Schippe zum Verbuddeln und das Papier kann man ja dann in den Müll schmeißen. Man lernt die Natur da auch sehr zu schätzen. Also das stille Örtchen bekommt nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ja, bis jetzt hatten wir aber, fand ich es nicht so richtig störend, dass wir keine haben. Nee. Also so, wir haben sonst eine Solardusche, wenn wir irgendwo warm waren, dass man die dann in die Sonne legt und kann das abends sich irgendwo aufhängen. Das haben wir schon ein paar Mal benutzt. Das war auch, wir sind Richtung Griechenland gefahren letztes Jahr nach August. Und da war es noch ziemlich heiß und dann abends doch mal sich abzuduschen, noch ganz nett. Wir haben immer 30 Liter Ersatztank dabei, falls wir doch mal was brauchen. Aber sonst sind wir ganz gut ohne klargekommen. Das finden aber auch immer alle sehr komisch, dass wir gar nichts dabei haben. Aber man muss auch sagen, es war eine Entwicklung. Wir duschen alle 5 Tage jetzt so. Es war eine Entwicklung, dahin zu kommen, weil die Haare sind ja echt so an ja, also so 2 Tage duschen gewohnt. Ja. So, und das ist einfach, weil man das irgendwie so kennt, wächst auf, denkt ja, alle 2 Tage dusche ich halt. Und dann haben wir wirklich über so einen Zeitraum immer einen Tag mehr draufgepackt. Ja. Dann waren es immer 3 Tage, alle 4 Tage. Heißt nicht, dass wir uns zwischendurch nicht waschen. Nein, das natürlich nicht. Aber Haare reicht alle 5 Tage, ja. Alle 5 bis 7 Tage total. Ist eigentlich gut, dass der von außen so schäbig aussieht mit seinen Reflektoren, den Dellen und ja, wenn du hier alles zumachst, dann sieht er aus wie ein Baustellenfahrzeug und das ist halt einfach echt cool. Und dann wenn du dann zwischen diesen ganzen großen Karawanen stehst, wer nimmt dann deins zum Einbrechen? Ne? Also das sieht von außen schon so aus, als wäre nichts innen zu holen und wenn du nicht reingucken kannst und siehst, dass es vielleicht doch netter aussieht als außen. Ich glaube, das ist echt der Hauptgrund, dass wir einfach immer Ruhe hatten nachts. Ist wirklich dieses Aussehen, auch wenn du nachts jetzt irgendwie auf ihn zufährst, dann reflektieren nur die Streifen und du denkst, okay, das ist eine Baustelle oder so. Ja. Das war das größte Geschenk, dass diese Streifen drauf waren. Wir waren noch am Anfang so, die müssen wir direkt abmachen und dann irgendwann so, nein, die sind das Beste, was uns je hätte passieren können. Das ist so inkognito, wenn du damit in der Natur stehst. Es fällt überhaupt nicht auf. Und ich glaube, deswegen haben wir keine schlechten Erfahrungen eigentlich, glaube ich, auch gemacht. Doch einmal in Marokko, da standen wir frei. Das darf man ja an gewissen Stellen. Und da hat nachts tatsächlich einer geklopft, der war auch besoffen. Und dann schreckt man ja schon hoch, so nachts um 3. Und er rief dann auch als die scheiß Deutschen und so. Und dann fühlt man sich schon ein bisschen unwohl.
Und ja, der hat dann aber, wir waren dann mit unserem Freund vom Ingenieurbüro, der war mit uns in Marokko und der hat neben uns gepennt und der hat einfach nur rausgepult, ich rufe jetzt die Polizei und dann war der auch weg. Also, aber es war kurz, war gruselig, aber sonst würde ich sagen, war eigentlich immer alles gut. Ja. Also eine große Sache, die ich so realisiert habe irgendwann in meinem Leben, ist, um dich herum sind so viele Möglichkeiten. Und 99% der Möglichkeiten nimmst du gar nicht wahr, dass sie da sind. Und wenn man anfängt, diese Möglichkeiten genauer zu betrachten und sich selbst zu überlegen, was habe ich denn für Möglichkeiten, was in meinem Leben, es gibt auf jeden Fall welche, das kann ich wetten, jeder hat Möglichkeiten und Chancen, nur überhaupt diesen Schritt zu gehen und sie auch zu realisieren, zu sehen, sie dann auch zu akzeptieren, da ist eine Chance und die nehme ich jetzt auch wahr. Das war so der größte Schritt in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, es sind jeden Tag 100 Möglichkeiten da, an denen rennst du eigentlich vorbei und denkst dir, ach, war ein scheiß Tag. Aber wenn du deine Augen irgendwie aufmachst und bewusster irgendwie durch den Tag gehst, dann merkst du plötzlich, da ist eine Chance, hier ist eine Chance, da ist eine Chance. So ein bisschen wie bei unserem Auto. Wie gesagt, war nie unser Traum. Wir wollten es nie, wir wollten im Auto leben, haben das nie gewollt. Aber es war eine Möglichkeit, die wir in dem Moment dann einfach wahrgenommen haben, weil wir hatten keine andere Wahl. Und aus der Möglichkeit ist dann wiederum unser neues Leben geworden. Und das war ja eigentlich auch nur eine Chance mit dem Auto, dass wir gesagt haben, gut, dann machen wir das. Aber das erfordert auch, finde ich, eine ganze Menge Mut. Also für die Menschen, wir waren ja auch aus dem Studium raus und wollten ja eigentlich dann weitermachen. Und wenn man eigentlich schon einen Job hat, das zu kündigen und seine Sicherheiten loszulassen, damit haben wir auch gekämpft. Das ist ja nicht so, dass wir jetzt nicht irgendwelche Sicherheiten sonst bräuchten, ja. Aber... Laurens Schwester hat uns eine Karte geschenkt, die hängt auf dem Kühlschrank, steht drauf, einfach machen, könnte ja gut werden und das ist eigentlich so der passende Spruch, finde ich, weil auch irgendwann, wenn uns die Leute mal sagen, ja, aber ihr werdet nie einen Job finden, ihr habt so einen riesen Gap auf eurem Lebenslauf, klar, irgendwas finde ich immer und sei es drum, dass ich erstmal was Kleines anderes mache, was mir nicht gefällt, aber irgendwas werde ich schon später finden, was ich arbeiten kann und dann kannst du ja wieder Geld verdienen. Wir haben auch ein Limit, also unter einem bestimmten Betrag heben wir uns immer auf unserem Konto, wenn wir irgendwann aufhören, dass wir eine Weile auch in Deutschland uns finanzieren können, bis wir einen Job gefunden haben. Und die Leute, und wenn man, weiß ich nicht, wir haben ja auch keinen Job, ne? Ich habe gekellnert und da verdient man jetzt auch nicht viel Geld im Monat. Aber wenn man das spart und wir leben sehr, sehr, sehr minimalistisch, also richtig was gönnen, wenn man das jetzt mal unabhängig von dieser Reise, aber weißt du, viele Leute kaufen sich Klamotten, ja, und kaufen sich neue Schuhe. Wir haben seit 3 Jahren nichts Neues gekauft. Ja. Und davon ist das Geld übrig, um eben zu sagen, ich kann mir jetzt, wir leben von 30 Euro zu zweit am Tag, das ist eigentlich ja gar nichts. Und da drin ist ja alles mit drin, ne? Da drin ist der Diesel, da drin ist alles, was das Auto angeht, Reparaturen, ja, Essen, all das. Und ja, weiß nicht, wenn man so anfängt, mal was wegzulassen in seinem Alltag, merkt man, wie viel man doch eigentlich an Geld hat, um sich so ein Leben zu ermöglichen. Also so die kleinsten Sachen, wie jeden Tag irgendwie sich ein neues T-Shirt zu kaufen. Gut, das macht jetzt keiner, aber ne, jeden Sommer die neue Mode mitzunehmen. Ja. So dieser kleine Kleiderschrank reicht ja. Und das, ja, wie viel Geld wir uns ja dann auch gespart haben, in den letzten 2 Jahren einfach nichts Neues zu kaufen. Ja. Einfach was Kleines weglassen im Alltag und merken, wie viel Mehrwert man doch dann hat, wenn man das einfach mal lässt.